Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier auf der CeBIT 2011. Und hier bei Acer sehen wir das neue Acer Iconia A100. Es ist ein 7 Zoll Tablet. Das Display hat eine Auflösung von 1024x600. Wir haben Multitouch, wir haben Nvidia Tegra 2, 8 GB internen Speicher, der mit microSD erweitert werden kann. Dann Micro HDMI, Micro USB, 5 Megapixel Kamera hinten und 2 Megapixel Kamera vorne. Wir werden dann mit bis zu 5 Stunden HD-Video rechnen können, also von der Akkulaufzeit, und dann noch mit Android 3.0. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist hier noch Android 2.2 Froyo installiert, aber es wird in der finalen Version dann 3.0 drauf sein. Schauen wir uns das Gerät mal von allen Seiten an, dann haben wir hier den Power-Button und einen Headset-Port. Auf dieser Seite einen Lock und die Lautstärketasten und auf der anderen Seite. Nee, hier ist noch was. Hinter dieser Klappe, da befindet sich noch der Slot für die MicroSD-Karte. Und wahrscheinlich optional auch für die SIM-Karte. Und hier auf dieser Seite haben wir den Anschluss für das Netzteil, Lautsprecher und Micro-USB, Micro-HDMI und einen proprietären Stecker. Auf der Rückseite seht ihr hier die 5-Megapixel-Kamera mit dem LED-Flash. Vorne haben wir ja wie gesagt eine 2-Megapixel-Kamera. Schauen wir uns das Tablet mal ein bisschen genauer an. Ist eigentlich wie jedes andere Tegra 2 Tablet angenehm flott. Wir haben ja auch jetzt kein Spiel, glaube ich, drauf installiert, um das mal ein bisschen zu demonstrieren. Aber wenn wir den Browser mal öffnen, können wir hier mal schnell ein bisschen Multitouch zeigen. Also es funktioniert wunderbar. Also das Acer Iconia A100 ist wirklich sehr interessant. Das werden wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, sobald es auf den Markt kommt. Und da gibt es auch ein ausführliches Review.